Hey Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video Road to Solo Pro. Einen Fanguide habt ihr euch gewünscht, daher werden wir den Brawler heute einmal durchgehen. Leider diesmal auf einer anderen Map. Auf dem Thumbnail seht ihr Hard Limits. Allerdings habe ich es gestern leider nicht mehr geschafft, ein Video aufzunehmen, da ich Kopfschmerzen hatte. Gibt aber noch andere Maps, wo ihr Fang spielen könnt, zum Beispiel Double Trouble, ist auch kein Problem. Was ich euch auf jeden Fall nicht empfehlen würde, wäre jetzt zum Beispiel Alles oder Nichts. Rang 30, absolut möglich. Rang 35 kann ich wirklich nicht empfehlen. Wird super schwer. Spart euch den Frust. Damit wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dem Video. Einmal die Ausrüstung fix erklärt. Zwar nehmen wir natürlich das zweite Gadget, um die Gegner stunnen zu können. Und in Showdown würde ich tatsächlich die zweite Star Power empfehlen. Ist einfach sicherer. Mit der ersten kann man definitiv coolere Plays machen. Und manchmal auch mehrere Kills holen durch die ganze Map ulten. Aber wir wollen vor allem safe spielen, deswegen brauchen wir, gerade wenn wir mal weggeteamt werden, unbedingt Damage Reduction, dass wir jede paar Sekunden immer mal wieder ein bisschen Damage tanken können. Und bei den Gears empfehle ich euch entweder Schild und Schaden oder Heal und Schaden. Da ich persönlich denke, dass unsere Star Power aber gut mit dem Schild harmoniert, werde ich mich persönlich jetzt fürs Schild Gear entscheiden. Gut, also wie wird das Ganze ablaufen? Wir werden natürlich versuchen, mit irgendwem zu teamen, alles mitnehmen, was man mitnehmen kann. Am besten wird das generell mit Tanks funktionieren. Brawler, bei denen ihr immer vorsichtig sein solltet, sind dann natürlich Colette, auch wenn ihr mit eurem Gadget Colette gut countern könnt. Shelly natürlich, Jean kann auch sehr gefährlich sein, mit Jean kann man sehr gemein backstabben. Aber overall versuchen wir erstmal mit jedem zu teamen, wo es irgendwie möglich ist, aber auch gleichzeitig viel zu backstabben, damit es gar nicht erst zu solchen Situationen kommt oder dass wir es so gut wie es geht vermeiden können, dass sich in der Mitte 10 oder besser gesagt 9 Spieler sammeln und uns dann rausteamen. Daher stellt euch auf viele frustrierende Spiele ein, aber wer es lang genug probiert, konzentriert bleibt, das nötige taktische Verständnis aufbringt, der wird hier auch Rang 30 schaffen. Es ist möglich, aber es ist schwer. So, also die erste coole Mechanik, die ihr auf jeden Fall mit Fang immer im Hinterkopf haben solltet. Zum Beispiel, wenn euch eine Colette ultet, könnt ihr mit eurem Gadget die Ult unterbrechen. Chris wird jetzt einmal auf uns drauf ulten und ihr werdet jetzt sehen, ich drücke einfach nur mein Gadget und keinen Schaden bekommen. Dann hätte die Colette jetzt auch im realistischen Szenario killen können. Also, genau das Ganze könnt ihr auch mit Bull machen tatsächlich. Chris wird jetzt einmal in uns rein ulten. Ich demonstriere euch das einmal. Ihr drückt Gadget, selbst eine Bull-Ulti könnt ihr canceln. Und gerade bei gängigen Meta-Brawlern, wie zum Beispiel Karl, Chris wird jetzt einmal uns rein ulten, könnt ihr natürlich auch das Karl-Gadget sowie die Ulti einfach blocken, dann killen. Also wenn ihr zum Beispiel auch einen Karl engagen möchtet, empfehle ich euch, Chris hat jetzt nicht mal ein Schildgear, versucht, falls es geht, den Karl erstmal ein, zweimal zu hitten, damit ihr ihn auch schnell genug down bekommt, mit dem Gadget nicht weg kann. Weil wenn ihr mit Full HP in ihn rein ultet, hat er noch genügend Chance bzw. genug Zeit wegzuulten, da wir dann 3 Hits für ihn brauchen. Erste Runde geht los, wir sehen eine sehr durchwachsene Lobby, also viele Brawler. Müssen wir schauen, ob wir hier überhaupt ein Team finden können. Wir werden sehen. Gucken aber auch, dass wir so aggressiv spielen wie möglich, habe ich ja schon mal gesagt. Wir können jetzt eigentlich auch dem Gassi direkt die Kiste klauen. Der wird sehr wahrscheinlich sowieso nur Probleme machen. Deswegen holen wir uns hier alle Kisten, sind noch ein bisschen gierig. Und schauen. Oh, mit dem Ash können wir auf jeden Fall teamen. Das ist eine sehr gute Sache. Wir gucken auch mal, dass wir dem jetzt helfen, falls er irgendwie Probleme bekommt. War jetzt nicht die beste Ulti natürlich, aber wir müssen versuchen, dem Ash da zu helfen. Genau, Ulti haben wir wieder. Dank vielversprechenden Aims. Genau, und jetzt haben wir genau das, was wir haben wollen. Wir haben den Ash ein bisschen Druck abgenommen, dass der Karl runterläuft. Und dann konnte der Ash entkommen. Ich weiß nicht, was genau da oben abging. Und jetzt sollten wir das Game hier zumindest Top 2 schon mal abschließen, was natürlich sehr gut ist. Also teamt immer mit Tanks. Das ist wichtig. Jetzt haben wir ein 2 gegen 2. Ja gut, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ist natürlich nicht so gut.
Aber wir haben den Karl, schnelle Reaktionszeit. Und dann sollten wir gegen den Gas jetzt auch mit 6 Cubes Vorteil Ione hier gewinnen. Gas hat noch ein Gadget. Oh, das hat er gerade gewastet. Natürlich nicht so gut von ihm. Und dann holen wir die Runde. Bei der Ult kann man relativ oft Outer-Aim drücken. Macht's nicht, wenn ihr zu weit vom Gegner wegsteht, sonst dasht ihr einfach nur vorbei. Aber zum Beispiel aus der Range einfach Outer-Aim drücken. Also wie gesagt, wenn ihr hier einen Tank seht, teamt immer mit dem Tank. Das hilft euch. Und damit würde ich sagen, direkt ab in die nächste Runde. Wir sehen wieder sehr durchwachsen, sogar ein Barley in der Lobby. Nicht der beste Start. Dann würde ich sagen, jetzt nicht die besten Runden. Versuchen wir auf jeden Fall ein bisschen was mitzunehmen. Der Barley natürlich direkt sauer, aber wir haben immerhin 3 Cubes. Und was wir jetzt machen, wir bleiben nicht hier oben stehen, weil wir hier ziemlich schnell Fischfutter sind, sondern wir rotieren jetzt nach unten, über rechts oder links. Ist jetzt an sich nicht so relevant. Und hier runter möchten wir jetzt, weil wir natürlich passiv spielen. Hier haben wir jetzt wieder eine sehr gute Position erwischt. Auch schon wieder die 10., 9., 8. Plätze vermieden, was gut und wichtig ist. Für den Cubes da oben links können wir jetzt auf gar keinen Fall hin. Dann sind wir nämlich richtig im Fokus. Aber die zwei da unten, hätte ich fast gedacht, hätten wir uns holen können. Aber da kommt der Crow, hätten wir ein bisschen früher losgemusst. Wir halten uns weiterhin zurück. Weil ihr seht schon, die Lobbys spielen sich gefühlt von selber gerade. Aber genau auf sowas spekuliert ihr ja auch mit Fang oder mit Brawlern, die einfach überhaupt nicht in der Meta sind. Und jetzt könnten wir eventuell mit jemandem teamen. Zum Beispiel mit dem Karl vielleicht da oben. Genau, das ist jetzt sehr gut. Die werden natürlich nicht ewig mit uns teamen. Irgendwann werden die uns backstaben, beziehungsweise wenn sie die Möglichkeit haben. Aber jetzt für den Moment, für die Top 5, können wir auf jeden Fall mit dem Team. Die backstaben sich da oben jetzt auch gegenseitig. Farmen an der Penny ein bisschen unsere Ulti. Die werden wir nämlich gleich auch noch brauchen. Genau, einen Hit brauchen wir noch. Den haben wir jetzt auch. Gut, gute Ulti von der Piper, muss man tatsächlich sagen, ne? Die haben jetzt sehr stark zusammengehalten. Kann man natürlich nicht ändern, hätte jetzt auch wieder anders laufen können für uns, dass die Piper irgendwann anfängt, dann den Karl auf zu backstaben. Hat dem Karl allerdings den Win geschenkt. Kann man nicht ändern. Ein dritter Platz, aber auch wieder gut durchgekommen durchs Game. Ja, eine Runde, ein Ründchen können wir noch machen. Gehen jetzt auch direkt los, die Runde. Wir haben ja auch einen Primo. Wenn er direkt über uns ist, wäre das am allerbesten. Leider nicht. Vielleicht aber auch unter uns. Den Primo müssen wir suchen. Mit dem müssen wir teamen. Wie gesagt, Tanks sind da wirklich... Die brauchen wir. Oh, da unten ist eine Bee. Ich weiß gar nicht, ob der Primo jetzt schon down ist. Sind nur noch... sind noch 9 Brawler in der Runde. Und wir stehen hier wirklich nicht gut. Müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Die haben uns anscheinend... Hast schon vergessen, sobald die Bee links aus dem Bildschirm raus ist, würde ich dann auch weglaufen nach rechts. Aber ich glaube, die weiß gar nicht, dass wir hier drin sind, deswegen enthalte ich mich hier erstmal noch. Scheinen alle unten links zu sein. Ja, ihr seht, es ist viel Gecampe, aber viel, ich weiß nicht, so andere Tipps kann ich da auf jeden Fall nicht geben. Denn es ist nun mal viel Gecampe, denn Fang ist kein Meta-Brawler. Die Leute werden nicht mit euch teamen, beziehungsweise sehr wenig. Aber ihr seht schon, wenn ihr mit eurem Movement gut umgeht. Ja gut, das ist natürlich schade, dass der Sprout jetzt nicht down gegangen ist. Hier mit 2 Sprouts. Müssen wir schauen, dass wir irgendwie wieder in unsere Ulti kommen. Eine gute Ulti machen. Gute Wall von dem Sprout, kann man nicht anders sagen. 5 Brawler haben wir noch. Wir müssen auf jeden Fall mit dem Dynamike-Team. Und der Dynamite macht jetzt nur keine Dummheiten und versucht irgendwie uns zu killen. Aber wir haben auf jeden Fall die Ult.
Wir warten, wir machen nichts. Ich konzentriere mich gerade. Einfach nur gucken. Ja, leider nicht gereicht für den ersten Platz. Sehr schade. Ich habe versucht, so gut es geht zu dodgen. Rang 2, aber sehr intensive Games. Ihr seht, mit Movement, mit ein bisschen Überlegung ist viel drin. Man kann pushen. Man kann sogar, wie ihr seht, auch über Rang 30. Deshalb Rang 30 ist auf jeden Fall machbar. Man kann sich da irgendwie durchmogeln. Es geht immer irgendwas mit Showdown. Aber ich muss echt sagen, da geht mir ein bisschen die Pumpe. Es ist anstrengend. Es ist anstrengend. Ihr werdet auf jeden Fall konzentriert sein müssen und immer wirklich bei der Sache bleiben. Sinnvolle Entscheidungen treffen, nach unten rotieren und dann kannst du auf jeden Fall was werden mit dem Fang. Dementsprechend, das war's mit dem Guide. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Falls ihr mit dem Video was anfangen könnt, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Falls nicht, natürlich auch einen Daumen nach unten fürs Feedback. Würde mich sehr über ein paar Kommentare freuen. Damit euch noch einen guten Start ins Wochenende. Euer Snake. Haut rein. Peace.